Oh mein Gott, Leute, wir müssen jetzt dringend zum Flughafen und Jeff the Killer aufhalten, aber Mann, wo könnte sich bloß befinden, Leute? Jeff the Killer will einfach ins Ausland flüchten, also er will nach Madeira zu ungeflüchten, Leute. Das müssen wir verhindern. Wie in der letzten Folge schon gesagt, wir müssen jetzt schnell zum Flughafen und den aufhalten. Alter Mann, aber an welchem Flughafen ist er? Vielleicht am hier am nächstgelegenen zu dem Flughafen, aber Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock hier ganz Deutschland alle Flughafen abzusuchen. Es gibt hier locker so 1 Million, aber wenn, dann wird er wahrscheinlich hier in dieser Stadt in irgendeinem Flughafen sein, oder? Also, dann müsste ich halt hier alle Flughäfen absuchen oder vielleicht einen bestimmten oder vielleicht einen, der hier in der Nähe ist, so wie ich den kenne, ist der vielleicht dorthin gegangen, in einen Flughafen, der hier in der Nähe ist, halt von dieser Stadt und dann auch von hier, wo ich halt wohne, von seinem Gebiet, wo er will. Also, er war ja in der letzten Folge bei mir und ist dann von dort aus wahrscheinlich direkt zum nächstgelegenen Flughafen gegangen, damit er so schnell wie möglich nach Madeira kann. Oder das Ramsi sogar fast. Ach so, und Leute, jetzt weiß ich auch, warum zwei Regenbogengläser wahrscheinlich eins für Ung und eins für Tanzverbot. Also das von 2020 für Ung, weil das von 2019 hatte er schon. Und das von 2019 halt für Tanzverbot. Also so rum, ja, das würde für mich schon irgendwie viel Sinn ergeben und für euch, Alter, Leute. Ja, da bin ich halt in der letzten Folge drauf gekommen, als ein Regenbogenglas für Ung und ein Regenbogenglas für Tanzverbot. Also, dass er deswegen meine zwei Regenbogengläser geklaut hat und die an Influencer weiter verschicken will, YouTuber, was auch immer. Ey, Mann, Leute. Einfach nur krass, Mann, Leute. Ich muss jetzt dringend mal zum Flughafen, Leute. Ich muss, keine Ahnung, ich muss zu einem Flughafen gehen, zu Fuß, oder ich muss da schnell irgendwie hinfahren. Ich muss, Leute, ich muss jetzt schnell zum nächstgelegenen Flughafen an, Leute. Ich glaube, ich habe auch schon eine Vermutung, an welchem Flughafen Jeff the Killer ist. Ja, oh mein Gott, das wird alles Sinn ergeben, Leute. Ich muss jetzt schnell hin, Leute. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt hier am Flughafen Terminal 1. Hier ist Terminal 1. Aber was bedeutet Terminal nochmal? Habe ich vergessen. Aber okay, Leute, hier sind überall nur ganz viele Leute. Mann, aber wie soll ich denn da Jeff the Killer finden? Könnt ihr unter diesen Leuten hier irgendwo Jeff the Killer sehen? Ey, Mann. Ich glaube, der hat sich hier extra unter die vielen Leute gemischt, damit ich ihn nicht erkenne, weil der war bestimmt so schlau und wusste, dass ich hierher komme, um ihn zu suchen. Um ihn zu suchen, damit ich ihn nicht finde, hat er sich hier unter die vielen Leute gemischt. Ey, ich muss den abhalten zu fliegen. Oder wenn er nach Madeira fliegt, dann muss ich mir zuerst meine zwei Regenbogengläser zurückholen. Oder Leute, ich habe auch eine Idee. Wollen wir vielleicht mal hier die Leute, die da sind, vielleicht mal befragen, ob hier irgendwo Jeff the Killer ist oder ob die Jeff the Killer gesehen haben, dann gebe ich ihnen eine Beschreibung ab, und wenn die den gesehen haben, perfekt, oder ich kann die halt fragen, ob sie halt einen Mann mit weißem Hemd gesehen haben, schwarzer Hose und langen schwarzen Haaren, weil so sieht Jeff the Killer ja aus, oder was? Da vorne kommt jemand, ich frage sie mal, Entschuldigung, ich suche hier jemanden, hätten Sie vielleicht einen Mann mit einem weißen Hemd gesehen, einer schwarzen Adidas-Hose und schwarzen langen Haaren? Warte, Sie haben den eben gesehen, echt, und wo war der? Der war eben bei der Kontrolle. Okay, bei der Kofferkontrolle oder wie? Okay. Ja, warte, danke. Ich würde direkt mal gucken. Alle Leute, bei der Kofferkontrolle, also bei diesem Röntgen, da wird ja immer so ein Röntgen gemacht, dass man nichts in den Koffer schmuggelt, und dort ist der wohl gerade, oder dort war der eben. Alle Leute, wir müssen das jetzt direkt hier irgendwo suchen. Wir müssen da jetzt sofort hin, Leute. Das ist also der Zoll, an dem Jeff the Killer war. Oder noch ist, Alter, Mann, wir müssen ihn irgendwo suchen. Dann müssen wir vielleicht aus seiner Tasche die zwei Regenbogengläser rausnehmen. Oder warte, ich guck mal, ob ich hier irgendwo seine Tasche finde. Ich warte. Ich guck mal, ich glaube, oder? Oh Gott, ich glaube, ich sehe ihn. Wir müssen uns an den Rand schleichen. Da vorne ist meine Tasche, also, oder nee, seine Tasche. Und da sind meine zwei Regenbogengläser drin. So, warte, ich hole die mir schnell raus. Warte, okay. Gut, Achtung, Tasche auf und jetzt Regenbogenglas Nummer 1 raus und Regenbogenglas Nummer 2. Warte, Leute, ich mache die schnell in meine Hosentasche. Bist du okay? Mein Armband kurz anziehen, okay. Warte, dann drehe ich mich um, als wäre nichts gewesen. Ich bin auch einfach nur jemand, der ganz normal am Zoll seine Sachen kontrollieren lässt oder kontrollieren lassen muss. Muss man ja in Deutschland. Okay, ich warte jetzt hier. Ich stehe jetzt so, als würde ich jetzt hier auf dem Zoll warten. Also, ich warte wirklich hier nur. Okay, Leute, die zwei Regenbogengläser haben wir schon mal. Oder Leute, ich habe eine Idee. Ich würde ihn da gleich überfallen müssen. Gleich werde ich versuchen, ihn irgendwie zu schnappen. Halt, keine Ahnung, Leute, was ich mache. Oder, oh, der guckt so komisch in meine Richtung. Meint ihr, er hat mich gesehen? Leute, ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Oh, warte, ich, warte.
Alter, hat das gesehen, Alter. So der Alter. Leute, er rennt weg. Was müssen wir machen, Leute? Wir müssen wieder her. Leute, er rennt weg. Hey, Jeff, der Killer, ey, ey, ey. Renn nicht weg, bleib stehen, ey. Bleib stehen, du Arschloch. Los, du Arschloch, bleib stehen und nimm die Waffe runter. Alter, Leute, ich glaube, wir haben ihn im Baum. Jeff, der Killer. Hör doch mal auf, weg drin. Ah! Alter, Leute, ich bin nicht wieder nach Hause gerannt. Alter, habt ihr gesehen, wie krank war das, Leute? Jeff, der Killer hat so gemacht, der hat mich mit einem Messer getroffen. Ich bin zum Glück noch rechtzeitig ausgewichen und konnte dann auch rechtzeitig nach Hause rennen, Alter, Leute. Dieser Jeff, der Killer war einfach zu krank. Beinahe hätte er mich abgestochen, aber zum Glück ist nicht passiert, Leute. Was das Beste ist, ich habe jetzt endlich meine zwei Regenbogengläser zurück, aber das weiß er noch nicht. Er hat ja nicht gesehen, dass ich ihm die eben aus dem Rucksack geklaut habe. Leute, halte das noch für eine Weile geheim. Das bleibt jetzt unser kleines Geheimnis. Das ist jetzt das Geheimnis von mir, Forky und dir. Und zu dritt hat unser Geheimnis. Damit können wir Jeff the Killer noch in eine richtig krasse Falle locken, dass wir ihm dann erpressen. Er soll uns die Regenbogenglätze zurückgeben und dann hat er keine mehr. Und dann, ja, dass sie ihn dann so verarschen. Oder dann könnten wir in der Zeit ja auch die Maske abnehmen oder irgend sowas. Oder ihn fangen. Also wir könnten ihm da halt voll die Falle stellen eigentlich, ja. Wenn der nicht weiß, dass ich die Regenbogengläser zurück habe und ich hoffe, er merkt es nicht, oder? Oder ich glaube nicht. Wahrscheinlich geht er jetzt wieder zurück zum Flughafen, fliegt dann halt nach Madeira zu Unge und merkt dann erst, wenn er dort ist, dass halt seine zwei Regenbogengläser fehlen. Also, ja, also das wäre dann wirklich schön peinlich für ihn. Das wäre für ihn sehr, 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 sehr peinlich, dass er schon gar nicht mehr schön ist eigentlich, Mann. Mann, Leute, also, oder ich weiß nicht, wie geht's nach Madeira oder was macht der jetzt? Also, auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, der war jetzt hier hinter so einem Baum. Es war auch dunkel, ich weiß nicht, geht jetzt nochmal zurück zum Flughafen, eine gute Frage. Oder Leute, vielleicht sollten wir den orten, oh Mann, oder wir müssen irgendeinen Chip an dem platzieren, dass wir wissen, wo der ist, oder ich habe eine Idee, wir jagen ihn jetzt nochmal, aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto, dann jagen wir endlich ihn und er jagt nicht mehr uns. Er hatte eben fast uns gejagt. Als er versucht hat, uns mit dem Messer abzustechen, kam das mir so vor, als würde er dich bis uns und uns jagen. Aber Leute, ich würde auch sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Jetzt sagen wir, holen wir das Auto und dann jagen wir den mit dem Auto. Vielleicht versuchen, den über den Haufen zu fahren, was auch immer. So, mit dem Auto können wir den fangen, über den Haufen fahren oder weiß nicht. Sollen wir ihn über den Haufen fahren und gleich ermorden oder sollen wir ihn lieber fangen? Also das ist jetzt eure Entscheidung. Ihr dürft jetzt mal abstimmen für eines von beiden. Oder Leute, ich weiß nicht, vielleicht fahren wir ihn zuerst mal nicht über den Haufen. Oder was wir auch zuerst mal probieren könnten, ist ihm die Maske abzunehmen. Ja, dann sehen wir endlich, was unter seiner Maske drunter ist. Und vielleicht, wenn wir dann die Maske später anziehen, dann erfahren wir geheime Informationen über ihn. Ja, das ist es. Das ist gut, das ist sehr gut sogar. Das machen wir, Leute. Ich würde sagen, ich hol mir das Auto vom Auto oder weiß nicht, vielleicht, Leute, mal gucken, wie wir das mit dem Auto machen oder weiß nicht, vielleicht fährt es auch mit anderes oder vielleicht Gamey oder mal gucken mit dem Auto, wie ich das mache oder ich vielleicht fahre ich auch mit einem elektrischen Auto, E-Auto oder mache das Auto auf Autopilot. Leute, ich würde sagen, ich gucke einfach das mal alles, okay? Leute, bis zur nächsten Folge hole ich mir das Auto. Wir haben hier noch eins, Leute. Und dann würde ich sagen, dann fahre ich halt einfach los. Such damit Jeff the Killer. Dann, also erstmal würde ich ihn halt noch nicht fangen, weil er zu bedrohlich ist, wenn er sein Messer hat. Deswegen ziehe ich ihm erstmal die Maske ab. Und ja, also Leute, das machen wir alles in der nächsten Folge. Das wird alles in der nächsten Folge passieren. Aber da müssten wir nur noch seinen Standort herausfinden oder seine genaue Adresse, wo der wohnt, falls der vielleicht wieder nach Hause gegangen ist. Kann ja auch sein, dass der vielleicht wieder jetzt nach Hause gegangen ist und nicht mehr Bock hat zu fliegen, Leute. Kann ja auch sein, was aber ein bisschen unwahrscheinlich wäre, aber ja, Leute, oder Leute, schreibt mir dafür, wenn ihr ihn seht, schreibt mir dafür bis nächste Folge den Standort von Jeffy in die Kommentare, damit ich endlich weiß, wo er ist und so, dass ich ihn dann endlich besiegen kann, Leute. Also Leute, dann würde ich auch sagen, Leute, bis zur nächsten Folge.